wunderschön. Stufe 17 erreicht. So muss das sein. Wieder hier so Glas, das können wir gleich verkaufen. Ich muss gleich mal gucken, warum ich wieder voll bin. Boah, die habe ich echt böse fertig gemacht. Das mit der Bombe war ganz gut. Die liegen da unten, ne? Ja. Oh, eine Vorratskiste. Gut. Keine Sau. Dann verkaufen wir erstmal. Was verkaufen wir? Das hier auf jeden Fall. Und das hier. Breitkopflinse. Eine Breitkopflinse brauche ich wahrscheinlich noch. Ist echt schwierig, was man so verkaufen soll. 50-50, wie viel ich von denen habe. Verkaufe ich jetzt auch mal welche. Oh, ich habe so ein Ding. Oh, mal gucken, ob ich jetzt das Outfit kaufen kann, was ich wollte. Nein, nein. Ah, nein, das ist super. Das hier war's. Ja! Ja, ich kann's kaufen! Geiler Scheiß! Ja. Sehr geil. Jetzt bin ich noch stealthiger unterwegs. So. Ja, dann kann ich ja die andere Rüstung verkaufen, oder? Aber die hat noch so ein Ding drin. Oh, die hat sogar zwei Plätze jetzt. Oh, geil. Nein. Boah, Fernangriffe, Schutz und... Ja, Mann. Dann mache ich hier den hier raus und mache den hier rein. Und... Nein. Mach den hier rein. Was für dieses Outfit ist keine Hallo? Ich hab doch. Oh nein, die Modifikationen gehen kaputt. Oh. Dein Ernst? Die gehen an den Arsch. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist echt blöd. Naja. Egal. Hauptsache, ich habe meine... Ich kann den Anblick dieser verdorbenen Maschine einfach nicht ertragen. Das ist pervertiert. Obwohl, warte mal. Vielleicht hat die auch geile... Ja, bla bla bla. Laber nicht so viel. Was hat die denn für Modifikationen? Kann man nicht bei der Modifikation kaufen? Fallen und Tränke. Nee, leider nur Fallen und Tränke. Oh. Ich könnte eine Modifikationskiste kaufen, aber die kostet... Nein, zu wenig Geld. Okay. So, das hätten wir jetzt und dann gehen wir weiter. Ich speichere aber erstmal. Sie sollte gekämpft haben wie ein Sägezahn. Wie ein Sägezahn. Bist du, mein Breitkopf? Ah, bist du ja. Wir gehen weiter, komm. Bin schneller, komm. Aber warte mal. Da ist was Grünes, das will ich haben. Ah ja, das ist wieder hier so Glas. Verkaufen kann. Okay. Hoffentlich machen die uns jetzt die Tore auf. Wir
Hey, aufhören. Los, schneller. Boah, voll die Schnee lang. Geräusche. Wurde das Kaja vor angegriffen? Ein Verderber. Oh, fuck. Ein Verderber. Ja. Okay, weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Krass. Ich kann auch ein bisschen auf die rumschießen. Also, das ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber... Oh, die greifen meinen an. Ah! Haben sie ihn verdorben? Ah! 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 Helf mir! Nein! Respekt! Nein! Ah! Hör doch ab jetzt! Hau doch ab! Ah. Oh, ich sehe nichts. Okay, ich muss das anders machen. Nein. Wow. Oh Gott. Okay. Au. Hey Mann, ich hab grad eine Falle gelegt. Das ist unfair. Scheiß Verderbnis, scheiß Verderbnis. Boah, die hat... Boah! Boah! Alter! Da! Stirb! Keine Ahnung. Das war's. Ja, das hat ja super funktioniert. Super. Richtig super. Oder soll ich die angreifen mit meinem Breitkopf? Vielleicht schaffe ich das ja. Kann ja auch kämpfen. Los! Attack! Okay, weg, Mädchen! Die Maschinen sind gefährlich! Bam! Ja. Steh auf! Steh auf! Steh auf, Mann! Breitkopf macht dich fertig! Komm! Jetzt komm! Oh, hat er mich auch noch runtergekommen. Lass mich wieder rauf! Warum ist der jetzt wieder böse? Was? Was ist da los? Warum ist der jetzt wieder böse? Komm schon, du schaffst es! Ja, der geht drauf. Ein Schlag. Was für ein böser Schlag auch noch. Okay. Nein. Ja, schmecken. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ich muss erst den anderen loswerden.
nehme ich doch mit. Was? Woher weiß der denn, wo ich bin? Warum macht er immer alle Steine kaputt? Finde ich nicht so cool. Dieser Metal Gear hier. Erinnert mich echt an Metal Gear. Wow! Oh, fuck! Oh! Oh! Aua! Aua! Oh, oh! Ah! Nein! Oh! Komm schon! Oh, das hat getroffen. Au! Oh, das ist... Oh, Scheiße! Ha! Ah! Treffer! Oh! Jetzt weiß er nicht mehr, wo ich bin. Er hat mich verloren. So besser! Oh! Oh! Fuck! Ja, der hat schon Probleme. Sehr schön. Fuck. Steine mit. Oh oh! Nein, 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 nein! Jawohl! Nein, das war daneben. Ich muss auf das Teil schießen und... Ah, das war daneben. Das war daneben. Jawohl! Das war's! Das Drecksviech ist tot. Jetzt komm du zu mir. Aua. Ah. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Ja. Das war nämlich ich. Nein, okay. Das war's. Aber trotzdem. Das war verdammt gut. Mädchen, komm her! Ja, jetzt mach mir das Tor auf. Und eine hiervon. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Sehr schön. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Was? Gott, was macht meine Maus hier plötzlich? Geh weg! So, 6000 EP und wieder mal ein Pünktchen. Wunderschön. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Makoa hier war. Dann speichere ich mal. Okay. Hier war doch jetzt noch eine Nebenquest. Wo genau war die? Die war doch hier, genau. Die machen wir jetzt noch kurz. Wie ein Stein. Wie
Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Ja, ja, ja. Wo ist die jetzt? Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Okay. Oh, hier sind voll... Ich werde das machen, bis der Mond aufgeht, ganz sicher. Hä? Wo... Die ist doch hier irgendwo. Ich sehe da hinten wieder eine Quest, aber... Sieh dir mal diese Waren an. Nicht den, wo ich suche. Vielleicht ist hier oben. Das ist der Hauptmann, denke ich mal. Ja, wie es aussieht. Ich ist es vielleicht doch... Oder der... Nee, das ist der Hauptmann. Balan, ja. Ist das vielleicht irgendwo? Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Also jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Wo soll die denn sein, bitte? Finde den Hauptmann des Außenpostens. Das ist doch der Hauptmann. Okay. Es kommen Zeiten. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Okay. Okay. Was ist das für ein Gefallen? Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Okay. Und warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Fragen wir mal was über das Sonnenreich. Hä? Das war's. Ach so, kann man alles fragen. Naja, gut. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja... Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Nein, nicht zurück. Nein, ich wollte noch mehr wissen. Was ist denn mit der Hauptstadt? Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseran. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Okay. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei.
Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Die Oseram? Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Okay. Der Sonnenkönig Awad. Was ist mit dem? Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Na. Einer, der hinter seinem König steht. Das ist doch gut. Olin. Ist ein Oseram namens Olin hier gewesen? 2 Mal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Der Weg nach Meridian. Ist der jetzt frei? Ist der unbeschwert? Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Awad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Das ist ja schön, aber ich reise ja schon immer auf eigene Gefahr. Achso, das haben wir. Da brauchen wir jetzt nichts mehr. Dann Nakoa. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Oh. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Okay. Alles klar, und ich schaue nach deinen Männern. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken.